Sie sind hier, vergrößern, verkleinern. Tyrese Reis feierte mit Bamberg einen Auswärtssieg beim MBC. Urheberrecht Getty Images. In der BBL feiert Brusse Bamberg einen Sieg beim mitteldeutschen BC. Dagegen erlebt MBC-Coach Poropat einen Fehlstart an altbekannter Wirkungsstätte. Brusse Bamberg hat Silvano Poropat das Heimdebüt beim mitteldeutschen BC verdorben. Die Gäste aus Franken gewannen am 20. Spieltag der Basketball-Bundesliga BBL 96:89, 50:37 gegen das Team aus Weißenfels mit Trainer Poropat, der Ende Januar nach gut 3 Jahren zu den Wölfen zurückgekehrt war. Der MBC hatte vor einer Woche bereits die Poropat-Premiere bei Aufsteiger Rasta Vechta verloren, 79:89. Bamberg verbesserte sich gut eine Woche vor dem Pokalfinale gegen Alba Berlin, 17. Februar, mit 26:10 Punkten auf den 4. Tabellenplatz. Der MBC, 6:32, rutschte auf den letzten Rang ab. Bester Werfer beim früheren Serienmeister Bamberg war Nationalspieler Elias Harris, 27 Punkte.